Hallo, herzlich willkommen bei Wetzlar Automobile, liebe BMW-Freunde. Hier steht ein schöner 630 CS, ein normales Auto, ein normales deutsches Auto, zugelassen am 8.6.76 in Deutschland. Ich habe die volle Historie hier. Wenn ich, also hier der Eigentümer hat mir auch noch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich liebe ja solche Mappen. Ne? Guck mal hier. Hier steht dann hier Austauschmotor, dann hier die ganzen Sachen, die hier so von Jahr zu Jahr. Also er hat nämlich einen Austauschmotor gekriegt in, wann hat er das gekriegt? 1989 bei 144.000 Kilometer. Jetzt hat er 172.000 gelaufen. Und wie gesagt, alle Unterlagen, sogar der erste Kaufvertrag ist noch dabei. Also das ist schon toll. Das Auto ist ein ordentliches, gutes Auto. Hast du mir, hey, erzählt mir Thomas gerade, macht euch lustig darüber, dass ich immer Auto sage oder sowas, ja? Also manche kommentieren das mit Auto, super Auto. Auto. Mit D. Weißt du, das fängt jetzt schon an wie mit meiner Frau, die sagt immer, das heißt Gras und nicht Gras. Oder Glas und nicht Glas. Die kommt aus Hannover, ja? Ich bin Hamburger, da sagt man Auto. Digga, Alter. Nein, nur zu, immer ordentlich schreiben und mich da, macht mich nur fertig, alles gut. Ich kann, komm damit klar. Was haben wir jetzt, ne? Topaz Braun Metallic, habe ich gesagt? Noch nicht. Topaz Braun Metallic, Schalter, 185 PS, erster Kaufvertrag und so weiter, haben wir erzählt. TÜV hat er 924. Wertgutachten gibt es auch. Noch ein aktuelles hier aus 20. Und damals war es Vorführwagen von BMW und insgesamt hat der Wagen 3 Halter. Lässt sich alles belegen durch diese ganze Geschichte hier. Und jetzt gucken wir mal, wenn ich sage, hier steht noch der 113. gebaute Sechser von Karmann. Naja, also, kann ich nicht viel zu sagen. So gehe ich von gebaut von denen an. Das glaube ich. Okay, komm, wir schauen mal rum. Also, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die ich erwähnen muss, einfach, weil man das sich nicht gehört, das nicht zu tun. Hier zum Beispiel kommen so ein bisschen der Eigentümer, das ist schon ewig so und verändert sich kein bisschen, das glaube ich ihm auch. Ich hatte auch mal so ein Auto, da war das immer so eine kleine Blase und die ist auch immer klein geblieben. So, dann haben wir, was habe ich noch gesehen? Ja gut, hier so ein kleiner, das ist jetzt nicht so ein Drama, kleiner Kratzer. Also Drama ist das alles nicht natürlich, ja, aber wo habe ich denn hier was gesehen? Also Rost und so sieht man tatsächlich ansonsten nicht. Hier ist auch alles schön. Und gucken wir mal rein hier. Auch das hier, guck mal. Oh, jetzt habe ich das gleiche wie letztens beim Video im BMW. Ich habe schon geguckt. Du hast geguckt? Ja. Ich noch nicht. Ich weiß, dann sag's mal nicht. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Das testen wir gleich. Aber hier erstmal Kofferraum, alles ganz ordentlich. Ja? Wie, so wie es, hier ist noch der alte Uhrteppich, guck mal. Das ist alles Reserveraum. Da ist es. Alles da. Alles, was wir brauchen. So, jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht. Du hast schon geguckt. Was ist denn das gemacht? So schön voll mit allem, was man braucht. Also ich weiß auch nicht, warum ich das immer so cool finde, aber irgendwie, ich habe auch schon welche, das machst du auf, da ist gar nichts drin, ja? So. Und das ist doch irgendwie nett, wenn das so aussieht, finde ich. Also, auch hier alles ordentlich. Ich habe irgendwas gesehen, was ich noch zeigen wollte, aber wenn man, das ist ja schon ein gutes Zeichen, wenn ich so lange suchen muss, ist das natürlich, also die Historie macht das natürlich auch aus bei dem Auto, ja, das ist der Wahnsinn. Ach hier haben sie mal, das wollte ich zeigen, guck mal, hier wurde mal was ausgebessert und nicht so richtig mit der Farbe getroffen, aber und sowas hier, das ist natürlich, das ist ja eher Patina hier, das ist so über die Jahre, haut man mal irgendwo ein bisschen, kommt mal irgendwo mal was gegen, also, aber ein stimmiges Auto, ja, wer auf die Farbe Lust hat, ich meine, sich die Farbe damals zu bestellen, finde ich schon Hammer. Ehrlich gesagt, hätte ich niemals gemacht. Aber heute kannst du schon wieder fahren. Wenn du mit dem fährst, kriegst du überall Daumen hoch. Also es sei denn, das ist die letzte Generation oder so. Dann nicht, aber. Aber. So, jetzt mache ich mal hier.
das auf. So, gucken wir mal, was hier los ist. Oh, habe ich mich erschrocken gerade. Ja, so sieht's aus. Also ich weiß nicht, wie es bei den Sechser gerne mal ist. Bei den E9ern ist das ja immer gerne hier, da ist mir das hier bei den Stoßdämpfern, rottet das gerne mal durch. Das sieht jetzt hier alles ganz normal aus. Ich glaube auch nicht, dass das hier bei dem Modell ein Problem ist. Aber hier, guck mal, eine ordentliche Matte drin. Also das ist alles, sieht schick und ordentlich aus. Komm, machen wir ihn wieder zu, den guten. Bei BMW muss man ja immer festziehen, ne? So, gucken wir schon rein, ja. Guck mal hier schön. Oh, so, das ist wieder weg. Guck mal, das ist doch mal richtig. Das ist, also das ist garantiert original, 100 Pro, so wie das aussieht. So wie Omas Sofa damals. Ja. Echt, ohne was? Ich lach mich tot. So wie, wenn ich zu meiner Oma gekommen bin, hat sich das genauso angefühlt hier. Ja, aber ein, also der Innenraum ist echt gut gepflegt, hat halt schöne Patina und alle Lampen funktionieren, auch hier die ganzen Tachobeleuchtung und sowas, das ist alles in einem guten Zustand. Ich habe die Lüftung gecheckt, ich bin ihn gefahren einen Tag lang und dann merkst du ja immer alles, was ist, ne, mit den Autos, dann merkst du auch, irgendwas nicht geht oder sonst was. Bei dem geht alles. Super. Ist auch ein Mensch, der den Wagen lange hatte und immer, wenn was war, gemacht hat. Also siehst du an den Unterlagen auch. Also es ist immer alles gemacht worden, wenn was angefallen ist. Und ja. Fahren wir eine Runde, Thomas? Ja, würde ich sagen. Machen wir, oder? Ich drehe mal eine Runde. Ja, da ist gut. Können wir raus auf unsere Rennbahn hier. Hm? Alles klar, komm. So, fahren wir mal. Elektrische Fensterheber und so. Schön. Oh, das hier ist, funktioniert elektrisch, ne? Hm? Das funktioniert elektrisch. Hier, guckst du. Alles. Sag ich doch. Ich habe alles getestet. Ja, cool. Bordmappe ist übrigens auch dabei. Ne? Also hier nochmal, habe ich noch gar nicht gesagt. Also hier ist die komplette Bordmappe dabei. Auch das ist schön. Ein ADAC-Atlas habe ich auch noch hier. Jetzt drehe ich durch. Wenn das Navi mal versagt, oder? Oh, Mensch, du. Mensch. Super. Ja, was soll ich sagen? Reifen sind aus 18, habe ich noch gecheckt. Alle noch gut. Also insofern, wenn das was für Sie ist, macht verlässliches Auto, macht Spaß, technisch super. Ein, zwei kleine Sachen, einen kleinen Kratzer vergessen vorne da an der Dings. Zeige ich auf Wunsch nochmal, wenn man Fragen hat. So ein kleiner Kratzer da vorne, am Ende von der Haube, vorne an dem Motorteil. Nee, komm, das zeigen wir mal kurz, bevor wir jetzt hier anfangen, irgendwas zu erzählen. Das zeigen. Guck mal hier, das habe ich nochmal gesehen. Hier ist noch so ein kleines bisschen. Und das war es dann aber auch. Ansonsten steht der Wagen hier echt schick da. Ich würde sagen, wenn das was ist, gerne vorbeikommen. Auto steht in Hamburg, wird im Kundenauftrag verkauft. Und ja, wir freuen uns über den Besuch und freuen uns darauf, dass unsere Videos geguckt werden und unseren Kanal abonniert werden. Und wenn Sie noch was in der Garage stehen haben, was Sie nicht mehr fahren, was Sie loswerden wollen, rufen Sie uns an. Wir kaufen gerne Autos an. Wir verkaufen im Kundenauftrag. Wir machen alles möglich. Ja? Vielen Dank fürs Zuschauen. Schöne Grüße nach
Dresden. Danke, es fängt an zu regnen. Tschüss.